schnell. Warte! Platz! Hallo! Ich bin Ambrosius Naseweiß, Geschichtenerzähler. Und die Geschichte, die in dieser Kiste steckt, handelt von Kaiser Tunix. Ich bin schon munter! Hallo! Hallo? Hallo! Ohayou gozaimasu, Kaisel! Guten Morgen, Kirschblüte! Danke, Mimose! Besame! Besame mucho! Buenos dias, Kaisel! Guten Morgen, Rosa! Meine Schuhe. Tu nix. Mach deine Sachen alleine. Ich fahre auf Urlaub. Ich brauche auch Erholung. Tu nix. Mach deine Sachen alleine. Will dich. Tu nix. Such dir einen Diener. Viel Flauen. Fliegen nach Griechenland! Wie? Fliegen? Du wirst mein Diener. Wer? Ich! Und jetzt, räum auf! Fertig! Und was ist damit? Ich verzieh mich. Na du? Wie geht es dir? Ist alles in Ordnung? Warum antwortest du mir nicht? Wir spielen besser Autofahren. Schneller! 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 Noch schneller! Kontrolle. Du weißt ja, meine Frauen sind weg. Und jeden Samstag nehme ich mein kaiserliches Bad. Was mache ich denn jetzt? Du bist doch ein richtiger Mann. Ja, sicher. Ein waschechter Kerl. Na, ich bin der Kaiser. Na bitte, dann wasch dich heute mal alleine. Vielleicht versteckt sich deine Badewanne. Ja, in meiner Kiste. Meine Badewanne. Wasser. Wasser. Noch mehr Wasser. Ja. Ich fahre übers Meer. Ich bin der Kapitän. Wenn wer kommt, kann nichts zeigen. Ich kann alles, ich kann alles. Ich bin der Kapitän. Nach 5 Wochen kamen Kirschblüte, Mimose und Rosa.
aus dem Urlaub zurück. Und sie freuten sich, denn der Kaiser hatte gelernt, sich selbst zu waschen. Er putzte und an Sonn- und Feiertagen ließ er den Kochlöffel nicht mehr aus der Hand. Und so lebten der Kaiser, Rosa, Mimose und Kirschblüte glücklich und zufrieden.